Neulich in Kam. Okay, dann wird das mit dem Reifeisenmarkt jetzt erstmal nix, aber hier gibt es ja noch genug zu entdecken. Was es mit diesem ollen Schuppen auf sich hat, muss ich auch noch in Erfahrung bringen, aber heute ist mein Objekt der Begierde etwas anderes. Genau dieses kleine Häuschen hier im Hintergrund. Also erstmal runter auf den Parkplatz und hier treffen wir auch schon zwei alte Bekannte wieder. Klaus und Peter. Was für ein moderner Schnickschnack! Na, ob sich das durchsetzt, ich weiß nicht. Apropos modern, hier am Bahnhof Kamen wurde einiges modernisiert. Oh, der Abschleppdienst ist auch schon da, wunderbar. Und im Zuge der Modernisierung hat man auch dieses kleine Toilettenhäuschen, ehemals backsteinrot, weiß gestrichen und so farblich angepasst. Ich schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Weiß ist natürlich auch immer ein bisschen anfällig für Dreck, ne? Hey, da sind überhaupt gar keine Türen drin. Ach, bestimmt liegt das an irgendwelchen Bestimmungen zum Thema Belüftung, wo so ein kleines historisches Häuschen natürlich heutzutage nicht mehr mithalten kann. Da steht eigentlich gar kein Toilettenhaus. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, dass mir der Grünstreifen da ist, einfach zu langweilig war zum Bauen. Und dass ich dieses kleine Toilettenhäuschen noch irgendwo in der Ecke liegen hatte und weiß angemalt habe, damit es besser zum Bahnhofsgebäude passt. Und die Türen habe ich halt irgendwie verlegt und nicht mehr wiedergefunden. Aber das würde mir ja sowieso keiner glauben.